Es ist allerhöchste Eisenbahn, dass wir was tun. Es ist 11:55. Wir müssen was unternehmen. Und zwar jeder Einzelne muss tätig werden. Mein Name ist Fabian Theobald. Ich bin 44 Jahre alt, komme aus Saarbrücken und möchte mit Radfahren den Planeten retten. Ich werde mich auf mein Fahrrad setzen, und zwar hier in Saarbrücken vor meiner Haustür, und habe vor, mit dem Fahrrad bis nach Vietnam zu radeln. Mein erklärtes Ziel ist, für jeden Kilometer, den ich fahre, 1 Euro Spenden zu sammeln. Ich fahre 20.000 Kilometer, ich möchte mindestens 20.000 Euro Spenden sammeln. Meine Routenplanung verläuft durch Europa, über die Balkanhalbinsel bis nach Istanbul in die Türkei, durch den Iran, fahre eine kurze Strecke durch China, ca. 7000 Kilometer, und komme dann irgendwann in Südostasien an. Ich will in der Woche 500 Kilometer fahren, und so sollte ich dann in zwischen 10 und 12 Monaten, wenn alles gut geht, in Vietnam angekommen sein. Der Arbeitstitel der Reise ist, dass ich mit Radfahren den Planeten retten möchte. Ich hatte am Anfang noch keine so eine richtige Idee, wie das jetzt passiert, sondern dass ich grundsätzlich immer so gute finde, dass Menschen mehr Rad fahren. Und es hat sich aber dann so in der Zeit erst herauskristallisiert, dass ich mit meinem Projekt eine gewisse Reichweite auch bekomme. Und mit großer Reichweite kommt große Verantwortung. Also ich berichte auf Instagram über das Projekt, ich habe meinen YouTube-Kanal, ich werde darüber bloggen. Einen wunderschönen guten Morgen! Wie viele Reisepässe brauche ich, wenn ich auf so eine Reise gehe? Ich werde Spendengeld sammeln, weil Klimaschutz lässt sich nicht mit Luft und Liebe oder Räubusch-Tee bezahlen. Ich bin persönlicher Meinung, dass das Thema Klimaschutz und vor allen Dingen auch die Folgen des Klimawandels immer noch nicht richtig ernst genommen wird. Also ich fahre auf meiner Reise durch viele Länder, die vom Klimawandel direkt betroffen sind, und wahrscheinlich auch durch Länder, wo zukünftige Klimaflüchtlinge in Europa landen werden. Das heißt, ich werde direkt die Auswirkungen dort erfahren und nochmal ein anderes Bild auf das Ganze kriegen. Und ich versuche das auch nochmal nach Europa zu bringen. Die Sache mit dem Geld ist eine der ersten Fragen, die mir Menschen stellen, wenn ich denen von meinen Plänen berichte. So wie bezahlt man das? Ich finanziere das jetzt erstmal privat mit einem Teil meiner Altersvorsorge. Mir ist es gerade wichtiger, dieses Erlebnis zu machen, wie später sagen zu können, aber zum Glück bin ich damals nicht nach Zentralasien gefahren, dann kann ich mir jetzt irgendwie 3 Bier mehr leisten. Ein großer, wichtiger Teil meines Lebens war immer Sport. Und ich habe die letzten 10 Jahre den Tough One Up in the Butch mitorganisiert. Das ist so ein Spaß-Hindernislauf, bei dem es keine Zeitwertung gab, sondern einfach nur Kostümwertungen und so die eigenen Grenzen herausfinden. Und das findet sich jetzt für mich auch wieder in meiner Radreise, weil auch da geht es ja sehr viel um meine eigenen Grenzen. Ich mache kein Wettrennen mit irgendjemandem, sondern eigentlich nur mit mir selbst. Ja, die größte Angst oder den größten Respekt habe ich eigentlich davor, dass mein Körper versagt. Und ich dann vielleicht mal 4 Wochen aussetzen muss oder noch schlimmer meine Reise abbrechen müsste. Und halt so die kleinen Sachen, so Angst allein im Zelt zu übernachten, die kommt manchmal ja doch nochmal irgendwann so hoch. Und das sind aber dann so Sachen, wo ich einfach mich auch darauf freue, meine Komfortzone nochmal neu zu erweitern. Der einzige Wermutstropfen dieser Reise ist tatsächlich so ein bisschen, dass ich da ein bisschen was zurücklasse. Also, dass ich meine Freundin hier zurücklasse. Und ja, neben dem absoluten Gefühl, dass ich noch nie so stark die richtige Entscheidung getroffen habe, dass das eine richtig gute Idee ist, ist natürlich dieser Wermutstropfen so was, ja, wie wird das eigentlich verabschiedet? Guten Morgen war ich noch super aufgeregt und auch traurig, so Abschiedsschmerz. Jetzt bin ich sehr gepusht und jetzt hoffe ich, dass das alles gut geht und dass wir bald loskommen. Und jetzt sage ich tschüss! Hammer, Gott verdammt, endlich. 3, 2, 1 und los. Jetzt los! Ich freue mich am meisten auf meine Reise loszufahren und wenn ich abends ankomme, nicht die Rückreise planen zu müssen, sondern weiterzufahren. Natürlich will ich andere Länder, andere Kulturen kennenlernen,
Und ich will vor allen Dingen auch nochmal neue Dinge über mich selbst erfahren.